Nun, gesegnete Leute, es ist eine sehr, sehr mächtige Zeit in dem Leben der Gemeinde. Sehr, sehr mächtige Zeit, was der Herr in dem Land von Kenia tut. Erinnert euch daran, die Wolke Gottes kam gestern und stand vor mir und er sagte dann, schau, wie ich dieses Land geheilt habe. Du hast das Land, das ganze Land geheilt. Und dann zeigte er mir den Regen, der fällt ganz über das ganze Land von Kenia. Nun, dies ist solch eine erstaunliche Zeit für diese Nation, gesegnete Leute. Und der Herr, der Allmächtige, wie ihr sehen könnt, es regnet überall im Land. Ungefähr 20 Bundesländer sind bedeckt, 20 Bundesländer plus sogar mit massiven Regen. Und ihr seht auch, was in dem Epizentrum passiert, wo die Verordnung gemacht wurde, dass der Himmel sich öffnet in diesem Feld. Ihr habt gesehen, diesen massiven Regen, der heute stattfindet. Das ist eine sehr mächtige Zeit in dem Leben der Gemeinde und jeder sollte da maximieren und sich vorbereiten für das Kommen des Messias. Die Botschaft ist sehr eindeutig. Der Herr sucht Ehre für seine Diener. Er sucht absolute Ehre für seine Diener und er ist vorangetreten, der leitende Diener, der die Mission leitet, derjenige, der den Himmel verordnet, sich zu öffnen. Nun, es ist eine sehr, sehr mächtige und auch eine sehr furchterregende Zeit in der Gemeinde, gesegnete Leute. Und heute hat der Herr mit mir gesprochen über den Krieg, der in die Ukraine kommt. Dieser Krieg in die Ukraine, es wird eine große Eskalation geben. Die Tanks. Der Tank, der Herr brachte mich dorthin und dann brachte er mich in einige neuen Tanks, ich denke der von Deutschland, und dann sagte er, die werden so mächtig sein, sie werden die russische Armee sehr ernsthaft explodieren lassen. Und ich war dort drinnen und sie waren sehr glücklich, die ukrainischen Soldaten. Sie werden die russische Armee sprengen und ihr wisst, was das bedeutet, dass wir näher uns befinden zu einem Atomkrieg. Wir sind näher dran an dem Atomkrieg. Nun, es ist eine sehr, sehr enge Zeit, wo der Herr auf dieser Seite all diese große Sachen macht. Der Herr öffnet die Himmel, erhebt die Krüppel in weniger als 3 Monaten. In weniger als 3 Monaten. Es ist erstaunlich, gesegnete Leute. In weniger als 3 Monaten 2 Mega-Heilungsgottesdienste, Menengai 5 und jetzt Bomet. Bomet, super glorreicher, großer, mega historisches Erweckungsgottesdienst. Ihr seht, wie der Herr den Regierenden von Bomet sehr mächtig benutzt hat und er hat mich eingeladen, er hat die 2 Megadiener eingeladen. Es war also jetzt auch Zeit für den Herrn, die leitenden Propheten in die Leitung hineinzustellen, um in der Lage zu sein, dieses Land zu heilen. Und heute schaut ihr euch eure Nachrichten an in Kambu. Man ist nicht erlaubt, Wasser einfach so zu gebrauchen. Es ist also nicht aus dem Wald heraus, aber es ist eine gute Zeit, dass die Himmel jetzt offen sind. Aber von dem, was ihr seht in den Nachrichten, kann man sehen, dass Dinge sehr, sehr schwer waren. Es war der höchst historische Dürre gewesen, bis hinein in November, Dezember. Sehr viele Leute wären verloren gegangen, wenn ihr in euren Gottesdienst geht. Ich segne eure Gottesdienste. Es wird ein totaler Feiergottesdienst sein morgen. Es ist sehr groß. Jedoch auf der anderen Seite sehe ich Krieg. Ich sehe Krieg, der stattfinden wird. Ich sehe eine Erhöhung, eine Eskalation, die stattfinden wird zwischen Russland und der Ukraine. Und nun, diese Eskalation des Krieges ist sehr ernst. Dies wird einen Atomkrieg anzünden, auslösen. Dies ist eine sehr, sehr ernste Sache. Es wird ein sehr ernster Moment sein.
auf dieser Erde sehr, sehr ernste Zeit, gesegnete Leute zu dieser Zeit. Und nun der Herr, der Allmächtige, er spricht jetzt gerade. Jedoch, ihr seht diejenigen, die diese große Gnade empfangen. Ihr müsst einfach darauf maximieren und euch vorbereiten und in Heiligkeit für das Kommen des Messias gehen. Wir haben eine Mission. Der Herr hat uns auf einem Zug, in einen Zug gebracht für viele Nationen. Wir haben viele Nationen vor uns und dass sie auch den Besuch sehen, den Besuch des Herrn, die letzte Salbung, die versprochen wurde, und dass sie auch hören werden, die Verkündigung. Sobald der Herr uns dorthin bringt, könnt ihr sicherstellen, dass wir zu ihnen verkünden, dass der Messias kommt, und dann wird die Braut darüber sich bewusst sein, die Gemeinde wird sich darüber bewusst sein, und wenn sie bewusst sich darüber ist, wird sie sich vorbereiten, so wie Kenia sich vorbereitet. In Kenia stellt sicher, dass niemand zurückgeht, stellt sicher, dass sie immer nach vorangeht, dass sie einen Fortschritt macht, vorangeht, geht niemals zurück, denn es gibt keine Zeit mehr dafür. Die Beweise sind so eindeutig, wo ihr euch unterwerfen müsst. Ihr habt gesehen, wie massiv es ist, sehr, sehr massiv jetzt gerade, überall in dem Land, sogar die Politiker, jeder feiert, sie nehmen es sogar auf und feiern. Der Beweis ist so mächtig, dass dies die Stunde ist, damit man sich vorbereitet. Man kann jetzt nicht sich woanders unterwerfen. Man kann keine Chance oder kein Risiko eingehen, denn es ist jetzt sehr eindeutig, wo man sein muss, um einzutreten in das Königreich Gottes. Und Gott, der Allmächtige, war niemals irrelevant gewesen, diese Mission zu der Erde zu senden. Stellt sicher, dass ihr nicht zurückfällt, sondern dass ihr immer Fortschritte macht, dass ihr immer heiliger werdet und gerechter, denn der Messias kommt. Wir haben die Mission nach Bometz sehr, sehr genossen. Das war wahrscheinlich einige der wenigen Mission, die wir so sehr genossen haben. Ihr könnt sehen, die Botschaft in der Konferenz, wie mächtig die 14. internationale Pastorenkonferenz, wie sie mächtig war. Es war sehr, sehr mächtig, sehr, sehr. Wir haben es sehr genossen, sehr, sehr mächtig. Es war sehr, sehr mächtig in Bomet. Ich weiß, wir können nicht zurückgehen nach Bomet, denn wir haben all die anderen Städte, die sich danach sehnen. Und dann haben wir auch keine Zeit für Kenia. Kenia ist nicht auf der Karte jetzt gerade. In keiner unserer Kalender, aber alles, was ich sage, ist, dass wir wirklich die Mission des Herrn so sehr genossen haben, sogar überall an der Straße lang. Es war so Dürre gewesen in Naivasha, nachdem wir gesprochen haben im Kabingo, wo mein Sohn Albert Anjoro war und gestanden hat mit der ganzen Gemeinde. Und dann, als wir gegangen sind und durch die Stadt von Naivasha gegangen sind, direkt dort, als wir von Naivasha gegangen sind, fingen an, die Tropfen zu kommen. Und wir haben gefeiert dort. Und als wir weitergingen in Mamayo, in der Nähe von Susa, wieder diese Tropfen. Nun, dies ist eine sehr erstaunliche Zeit für das Land. Ihr seht also jetzt die Botschafter von Jahwe, sie kommen mit offenem Himmel, mit dem Regen bis nach Bomet. Und heute regnete es im Gelände. Diese Straße, die wir gebraucht haben, um zu dem Feld zu gehen, in das Treffen, ist jetzt wie so ein Fluss geworden. Sehr erstaunlich, gesegnete Leute. Nun, nochmals, ich habe gesehen, dass das ganze Land geheilt werden wird. Es wird geheilt, enorme Heilungen. Der Herr, er bringt Regen. Er bringt Regen, die Propheten des Regens. Der Prophet des Regens verordnet, dem Himmel sich zu öffnen. Man sieht es live im Fernsehen, nationales Fernsehen. Es ist erstaunlich, man sieht sowas. Man kann es nicht falsch verstehen. Der Herr wird auch sagen, es war live im Fernsehen. Es war so live im Fernsehen, sogar ein Kind konnte es sehen, wo man also hingehen soll, wo man sich unterwerfen soll. Und dennoch zur gleichen Zeit spricht der Krieg, Zerstörung von Europa. Und er spricht über einen ernsten Krieg, der sich zusammenschließen wird als ein Atomkrieg. Der Messias kommt, gesegnete Leute, ihr müsst euch vorbereiten. Ich sehe auch sehr viele Flüchtlinge. Ich sehe viele Flüchtlinge an den Grenzpunkten, sehr viele
Flüchtlinge, der Messias kommt, gesegnete Leute. Ich habe euren Gottesdienst morgen gesegnet. Ich weiß, morgen gibt es Feiergottesdienste überall im Land. Es wird solch eine enorme Anbetung sein und Feier und Schrift und Bibelstellen werden gelesen. Krüppel, die gegangen sind, werden gefeiert. Die Blinden, die Tauben, die Stauben, der Regen wird gefeiert. Ich meine, das ist erstaunlich. Der König kommt. Dankeschön.